Okay, Leute, in dieser Anleitung zeige ich euch ein, wie ihr eure Champions bearbeiten könnt und richtig für die Führungskraft, also Offiziere oder dem Anführer, schon einsetzen könnt. Dazu machen wir Folgendes. Ich aktiviere mal meinen kleinen Pinselchen hier, damit ihr das seht. So, ich gehe natürlich erstmal auf mein Profil. Dazu muss ich da auf diesen Avatar klicken und das machen wir jetzt. Danach scrolle ich nach unten. Mit meinem Zeigefinger oder halt Daumen, je nachdem, wie ihr das Business Scroll benutzt, und scroll bis nach unten, bis wir uns hier befinden. Hier klicke ich drauf und dann habe ich hier drei Registerkarten. Einmal habe ich die Registerkarte Kriegsangreifer, Kriegsverteidiger und Allianzmission. Wichtig ist, weil das noch nicht von Kaban behoben wurde, das wird erst im Nachhinein, Ende des Jahres oder spätestens nächstes Jahr eingeführt, ein Update, dass wenn man die Champions hier in die Liste reintut, dass man sie, wenn man jetzt da draufklickt, nicht nochmal reintun kann. Ne? So wie hier, merkt, da ist mein Kolossus drin, aber hier kann ich ihn nochmal auch aktivieren, das ist Quatsch. Okay, wichtig ist, die Champions, die ihr wirklich nehmen tut, in die Angriffsliste, die ihr ständig nehmen tut, zu 90% reinzutun. Okay? Also, packen wir einfach, ich zeige das jetzt von vorne einfach alles, damit es ziemlich easy-beasy geht, damit man es ein bisschen versteht. Also, ich nehme jetzt diesen Avatar, nehme ich jetzt mit meinem Zeigefinger also ich fasse ihn an und halte meinen Zeigefinger gedrückt und gehe mit dem Avatar hier hin. Blub, und schon ist er drin. Das Ganze mache ich nochmal mit meinem anderen Avatar. Und es ist wieder drin. Also er ist wieder drin. Und dann nochmal mit Ghost. Und er ist wieder drin. Und dann klicke ich auf diesen wunderschönen Button. Das ist man nennt ihn auch den Speicherbutton. Der speichert dann meine Einstellungen. So, nachdem es gespeichert wurde, gehe ich dann auf Kriegsverteidiger und mache das gleiche wie beim ersten Mal. Es ist immer das gleiche Rezeptur. Also es ist dasselbe. Okay, das mache ich dann natürlich alles nochmal mit Allianzmission und klicke dann auf Speichern. Und es ist gespeichert. Wenn ich das ändern möchte, zum Beispiel, weil ich sage, hey, ich hätte doch gerne diesen Champion drin, dann kann ich auf einen weiteren Button klicken und dieser Button nennt sich Löschen. Dann kann ich klicken auf Weiter. Und weg ist das Ganze. Ansonsten nehme ich wieder meine Einteilung, also meine Champions, also die ich dann neu einteilen werde für meine Allianzmission. Allianzmission hat man nur Angriffs-Champions. So, und speichern. Und das war's auch schon. Ja, das war's von diesem Video-Tutorial. Ich hoffe, es hat allen was geholfen und euch auch gefallen. Und einfach ein Like abgeben. Und ansonsten Kanal abonnieren für weitere coole Videos.